Endlich. Ich muss sagen, dass ich von deinem Vorwärtskommen enttäuscht bin. Ich hatte dich eher hier erwartet. Sag, hattest du ein Problem damit, deine Brüder umzubringen? Hattest du ein Problem damit, mich in den Abgrund werfen zu lassen? Die Ewigkeit ist grausam, Raziel. Als ich Jahrhunderte zuvor erstmals in diese Kammer schlich, hatte ich die wahre Macht des Wissens noch nicht ergründet. Die Zukunft zu kennen, Raziel. Zu sehen, wie sich ihre Wege und Strömungen ins Unendliche hinziehen. Als Mensch hätte ich diese verbotenen Wahrheiten niemals kennengelernt. Aber jeder von uns ist so viel mehr, als wir einst waren. Spürst du nicht mit deiner ganzen Seele, wie wir göttergleich geworden sind? Und sind wir als solche nicht unzertrennlich? Solange ein einziger von uns noch steht, sind wir unschlagbar. Unsere Zukunft ist vorherbestimmt. Möbius hat meine Entwicklung bereits vor Äonen vorausgesagt. Wir spielen beide die Rolle, die das Schicksal für uns geschrieben hat. Entscheidungsfreiheit ist eine Illusion. Ich habe die Grabkammer der Sarafan gefunden, Kain. Wie konntest du nur einen Priester entweihen, indem du ihn in einen Vampir verwandelt hast? Warum sollte ich nicht? Man muss sich um seine Freunde kümmern, Raziel. Und noch mehr um seine Feinde. Wer könnte mir besser dienen als die, deren Leidenschaft die Begriffe Gut und Böse bei weitem übertrifft? Die Sarafan waren Erlöser, die Nosgoth vor unserer Fäulnis verteidigten. Meine Augen sind geöffnet, Kain. Ich empfinde es nicht als edel, dass du dieses Unleben in meinen sich sträubenden Körper pflanztest. Du magst deine Vergangenheit enthüllt haben, aber du weißt nichts darüber. Du denkst, die Sarafan wären edel, selbstlos? Sei nicht einfältig. Ihr Ziel war das gleiche wie unseres. Du hättest mich beinahe gehabt, Raziel. Aber dies ist nicht der Zeitpunkt oder der Ort für ein Ende. Das Schicksal verspricht weitere Verflechtungen, bevor dieses Drama sich komplett auflöst. Erlöser und Zerstörer, Bauer und Messia. Willkommen, zeitumspannende Seele. Willkommen zu deiner Berufung. Wo bin ich, möchtest du wissen? Doch besser fragtest du dich, wann bin ich? Nun gut, du alte Schlange. Wenn du bloße Hände bevorzugst... Damit habe ich nicht gerechnet. Diese Kristallkugel setzt unsere Feinde, die Vampire, außer Gefecht, macht sie hilflos und bewegungsunfähig. Allerdings scheint sie auf deine spezielle Waffe hier die gleiche Wirkung auszuüben. Aber du musst mir glauben, ich führe nichts Böses im Schilde. Du kannst deine Maskerade als Wohltäter aufgeben, Möbius. Ich weiß, wer und was du bist. Ich sollte dich gleich töten. Vielleicht solltest du, mein Junge. Aber du kannst nicht. Bist du dir da so sicher, Möbius?
Meine Rolle als Hüter der Zeit erfordert zuweilen ein gewisses Maß an Allwissenheit, Raziel. Nein, du wirst mich nicht töten. Diese Ehre bleibt deinem Schöpfer vorbehalten, Kain. In etwas mehr als 30 Jahren von heute an. Ihr beide seid wahrlich ein Paar. Du bist so schicksalsergeben wie er. Der Tod kommt zu uns allen, Raziel. Es ist nur eine Frage der Zeit. Woher kennst du meinen Namen? Wir sind einander nie begegnet. Ganz im Gegenteil, Raziel. Ich kenne dich sehr gut. Und es bekümmert mich zu sehen, wie grausam Kain dich benutzte. Ich kenne dich, seit du der Seraphan-Bruderschaft angehörtest, Raziel. Wir standen einander sehr nah. Oh, bitte. Glücklicherweise musst du mich nicht lieben, um mein Verbündeter zu sein. Befinden wir uns in der Festung der Seraphan-Priester? Ja, aber die ruhmreichen Tage der Seraphan sind schon lange vorbei, fürchte ich. Wir leben in eher zynischen und unschicklichen Zeiten. Meine Söldnerarmee bewohnt jetzt diese Festung. Wir versuchen, das Gedenken an die Seraphan durch unseren demütigen Kreuzzug zu bewahren. Ist das der Vampir Vorador? Ja. Die Geißel des Kreises. Das wohl verdorbenste und dekadenteste Exemplar dieser degenerierten Rasse. Er ermordete 6 der wehrlosen Hüter, als sie sich in diesen Raum geflüchtet hatten. Und du selbst hast das Massaker irgendwie überlebt? Ich und 2 weitere. Der Kreis war zerstört. Nur wir 3 wurden verschont. Wie passend. Du verzeihst mir doch, dass ich nicht gleich jede deiner Botschaften naiv schlucke. Dir folgt der Ruf des Betrügers. Und wer verleumdet mich so? Dein Übeltäter Kain. Der, der dich verraten und vernichtet hat? Unser gemeinsamer Feind? Berücksichtige deine Quelle, bevor du mich so streng beurteilst. Unsere alte Freundschaft wird wohl kaum neu aufleben, jedoch verfolgen wir ein gemeinsames Ziel. Wir wollen beide, dass Kain stirbt. Ich kann dir dabei helfen. Du wirst dich da nicht einmischen wollen, alter Mann. Ich kenne alle deine schmutzigen kleinen Pläne, aber bei diesem hier verlierst du langsam den Boden unter den Füßen. Du unterschätzt mich, Raziel. Lass es mich beweisen. Selbst jetzt noch liegt Kain auf der Lauer, nicht wissend, dass ich dich aus dem Zeitstrom herausgerissen und hierher gebracht habe, zu mir. Sieh nur, wie er um die Säulen herumlungert, die er dereinst zerstören wird. In dem närrischen Glauben, deinem Zugriff entkommen zu sein. Die Säulen stehen auch noch in dieser Zeit. Ja, Raziel. Denn sie verkörpern die göttliche Macht, die unsere Welt bewahrt. Wir, die wir den Säulen dienen, schützen ihr zerbrechliches Gleichgewicht. Doch Kain ist auserkoren, das Gleichgewicht zu stören. Ich glaube, du kennst bereits die Einöde, die durch seine entsetzliche, selbstsüchtige Entscheidung entstand. Kains gesamte Existenz bedroht wie ein Geschwür diese Welt. Solange er lebt, schwebt Nosgoth in höchster Gefahr. Vielleicht wirst du niemals wieder menschlich, Raziel. Doch kannst du das Wesen deines Menschseins und den Adel deines seraphanischen Erbes neu verstehen. Gehe zu ihm, Raziel, und mach ein Ende damit. Doch zunächst musst du deinen Weg aus der Festung finden. Und da, so fürchte ich, kann ich dir nicht helfen. Meine Soldaten werden deine Anwesenheit hier nicht verstehen. Sie werden versuchen, dich zu töten. Doch habe keine Furcht. Sie sind keine Gegner für dich. Beschränke die Opfer auf ein Mindestmaß. Doch tu, was du tun musst. Alle großen Bewegungen brauchen ein paar Märtyrer. Wieder allein schaute ich mich um und bemerkte einen zweiten Zeitstromraum, dessen Eingang fast identisch mit dem des ersten war, jedoch mit einem entscheidenden Unterschied. Dieser Kristall war bedeutsam, doch wie sehr, sollte ich noch herausfinden. Ü-
Überall in der Festung fand ich Beweise für meine adlige Herkunft und mein Leben als Priester der Seraphan. Dieses noble Erbe wurde mir geraubt, als Kain meine heilige Krypta überfiel und mich schändete. Außer Reichweite von Möbius' verfluchtem Stab fühlte ich, wie die Kraft des Soul Reaver langsam zurückkehrte. Wenn diese Kristallkugel bei Vampiren so schwächend wirkte wie bei der Klinge, dann gäbe sie Möbius einen mächtigen Vorteil gegenüber seinen Feinden. Schließlich begriff ich, wie Möbius' Kreuzzug die Vampire so erfolgreich dezimieren konnte. Wenn er seine Feinde lähmen konnte, dann waren sie ihm ausgeliefert. Doch wie, fragte ich mich, könnte der Stab den Soul Reaver beeinflussen? Als ich mich dem innersten Heiligtum der Festung näherte, überkam ich ein eigentümliches Gefühl. Als verließe ich meinen Körper, mich überkam ein Schwindel, die Realität selbst zerrte an mir und krümmte sich um mich. Die Störung schien von der entlegensten Kapelle des Allerheiligsten zu stammen. Als ich vorsichtig näher kam, verstärkte sich das Gefühl der Entwurzelung mit jedem Schritt. Dies war also das Grab von König William dem Gerechten. Ein Märtyrer, der Möbius zu seinem Kreuzzug anspornte. Ich erinnerte mich an Kains Reise als junger Vampir. Wie Möbius ihn zwang, in die Geschichte zurückzureisen und William zu töten, damit die Bürger von Nosgoth sich voller Hass an den Vampiren rächten. Und hier entdeckte ich nun die eigentliche Quelle meiner Unruhe. Es war der Soul Reaver selbst, der wie eine Reliquie ausgebreitet dalag. Er war zerbrochen nach dem Kampf zwischen William und Kain. Ich hätte so etwas nicht für möglich gehalten, bis natürlich Kain die Klinge an mir selbst zerschmetterte bei seinem vergeblichen Versuch, mich zu töten. Auf diese Weise wurde die dem Reaver innewohnende Kraft befreit, die sich an mich band und zu meiner symbiotischen Waffe wurde. Und so traf der Reaver auf sein früheres Ich, immer noch gefangen in dieser materiellen Hülle. Gebannt sah ich, wie die spirituelle Klinge sich löste und sich der Länge nach um ihr materielles Gegenstück herumschlängelte. Gleichsam wie Zwillinge trafen sich Klinge und Spiegelbild und weckten den Geist des Reavers zu voller Stärke. Und zum ersten Mal spürte ich die wahre Präsenz dieses anderen Wesens, willensstark, hungrig und noch verwirrt von der tausendjährigen Gefangenschaft. Der Reaver wurde mein Herr, und ich war lediglich sein Wirt. Hilflos gab ich ihm meine Seele, auf dass sie die Klinge stärke. Doch der Reaver sann nicht darauf, mich zu zerstören. Denn ehe ich mein Bewusstsein verlor, lockerte die Klinge ihren Griff. Als ich erwachte, wurde mir gewahr, dass uns nun eine zerbrechliche Allianz verband. Der Reaver war nicht länger bloß meine symbiotische Waffe, sondern ein fühlender Parasit, der um Kontrolle kämpfte. Was hast du mir angetan, Möbius? War das deine Falle? Wieso meine? Vergiss nicht, dass es Kain war, der dich hierher führte und nicht ich. Und trotzdem verfluchst du mich. Die einzige Seele Nosgoths, die dich begleitet und unterstützt. Kain lacht über unsere Tollheit und schwelgt in deinem Entsetzen. Diese Klingen, die sich hier in unheimlicher Umarmung verschränken, haben selbst bei Kreaturen, die weit langlebiger sind als du, nacktes Entsetzen hervorgerufen, alter Mann. So eng umschlungen, wie sie sind, könnten sie leicht die brüchige Hülle deiner Seele zerschmettern.
Raziel, bedenke deine Schritte. Ich bin nicht schuld an diesem Treiben. Ich hatte lediglich die Absicht, dich bei deiner gerechten Aufgabe zu unterstützen. Na, du zitterst ja, Möbius. Bist du vom Mut verlassen? Es war offenkundig ein schwerer Fehler, deinen Stab so leichtfertig zurückzulassen. Ist er es, aus dem du deinen Mut gewinnst? Hör mich an, Raziel. Du weißt ja gar nicht, was du tust. Ich nahm ein großes Risiko auf mich, als ich hier vor dir erschien, so wehrlos und doch gewillt, dir meine guten Absichten zu beweisen. Hast du nur einen Funken deines seraphanischen Adels, wirst du es nicht tun. Während du nach meinem Leben trachtest, wird dir dein wahrer Feind entkommen. Mach dir keine Sorgen um keinen, alter Mann. Ihr beide werdet euch bald schon in der Hölle treffen. Wie du sagtest, der Tod kommt zu jedem von uns. Ja, das Rad des Schicksals erfordert es. Was sagtest du? Das Rad des Schicksals. Der unausweichliche Zyklus aus Tod und Wiedergeburt, zu dem alle Menschen verurteilt sind. Wir dienen dem gleichen Gott, Raziel. Mich zu töten, hieße Gottes eigenen Diener zu töten. Und ich glaube, nicht einmal du würdest ein solches Risiko eingehen. Ich bin deiner Spielchen überdrüssig, Möbius. Nun, da ich weiß, dass du mich fürchtest, bist du keine Gefahr mehr. Kain wartet auf mich. So gehe nun, Raziel. Finde Kain und vernichte ihn. Im Namen des einen Gottes, dem wir beide dienen. Du, der du einst ein Priester der Seraphon warst. Ermordet, entweiht, vernichtet und schließlich wiedergeboren allein aus seiner Gnade heraus. Bist nun so mächtig ausgerüstet, um ihm als Vertreter zu dienen, als sein Instrument des Wiederaufbaus und der Vergeltung. Meine eigene Rache ist mir Ansporn genug. Bei meiner Seele. Fast hättest du mich gehabt, mein kleiner blauer Mordbrenner. Aber mehr als diese eine Chance wirst du nicht erhalten. Da kannst du sicher sein. Nun konnte ich die Klinge immer beschwören, egal wie stark ich gerade war. Doch sobald ich dies tat, war der immense Hunger der Klinge nicht mehr zu bändigen. Sie gierte nach den Seelen ihrer Opfer. Und wenn ich dem Reaver keinen Einhalt geböte, würde er von nun an seinen Hunger an mir stillen. Dies war also der legendäre Janus Order. Bekannt als der älteste und teuflischste Vampir, den es je gegeben hatte. Der Sage nach lebte er im Norden Nosgoths, hoch oben auf den Klippen der Berge und jagte gnadenlos wehrlose Dorfbewohner. Seine Schreckensherrschaft endete erst, als ihn die Seraphan endlich stellten und ihm bei lebendigem Leibe das Herz herausrissen. Dieses Relikt wurde unter dem Namen Herz der Finsternis bekannt, und es hieß, es hätte die Macht, das Unleben von Vampiren zu erneuern. Deshalb bewachten es die Seraphan sorgfältig, aus Furcht, es könne ihren Feinden in die Hände fallen. Doch ich fragte mich, war Janus Ordren wirklich so monströs, wie man ihn hier darstellte? Oder war dies lediglich eine künstlerische Freiheit der Seraphan, um sich selbst zu feiern, indem sie ihren dunkelsten Feind dämonisierten? Seltsam, wie sich der Kreis meines Schicksals schloss. Diese Kapelle war eine Gedenkstätte an meine früheren Seraphan-Brüder und mich. Wir starben hier den Märtyrertod, um dann von Kain entweiht zu werden, indem er unseren sterblichen Überresten sein Geschenk aufbürdete. Zum ersten Mal erblickte ich das Abbild meines seraphanischen Ichs, dem hier mitten unter meinen gefallenen Kameraden gedacht wurde. Es quälte mich zu sehen, wie nobel und rein ich einst gewesen und zu welch abscheulichem Phantom ich nun geworden war. Und ein tiefes Gefühl der Verletzung, des Verlusts und des Verrats keimte in mir auf, so überwältigend, dass ich es kaum zu zügeln vermochte. Jetzt wollte ich nur noch eines, Kain finden und vernichten.
Ich tauchte auf und erblickte Nosgoth zum ersten Mal in seinem alten Glanz. Das Land quoll über vor Leben und Vitalität. Da wusste ich mit Bestimmtheit, dass die Welt, die hinter mir lag, nicht mehr war als Nosgoths Leichnam. Eine leblose Hülle, ausgeblutet durch Kains verdorbene parasitäre Herrschaft. Diese zerbrechliche Welt hatte Kain geopfert, um sein eigenes trauriges Dasein und seinen Ehrgeiz zu bewahren, ungeachtet der ernsthaften Folgen. Dieser Anblick festigte nur meinen Entschluss. Ich spürte, dass die Säulen im Nordwesten lagen. Wenn Kain dort wartete, um mich herauszufordern, würde ich ihn nicht enttäuschen. Als ich diesen mysteriösen Geländepunkt passierte, leuchtete der Ring, gespeist von der Energie des Reavers, auf. Das erschuf in der Welt des Geistes eine Art Signalfeuer. Wann immer meine Kräfte im spektralen Reich erschöpft und die ätherischen Winde an meiner Seele zerren sollten, diese Signalfeuer würden mich in Sicherheit bringen und mich heilen. Diese alten Obelisken waren auf geheimnisvolle Weise auf mein spirituelles Wesen abgestimmt. Die Berührung des Symbols ermöglichte es mir, einen Abdruck meiner Seele zu bewahren, einen Meilenstein zu schaffen, zu dem ich bei Erschöpfung zurückkehren konnte und von dem aus ich meine Reise fortsetzen konnte. Obwohl ich der Festung gerade knapp entkommen war, spürte ich genau, dass mich mein Weg eines Tages hierher zurückführen würde. In die Festung einzudringen würde jedoch keine leichte Aufgabe sein. Der Balkon, der mir erst die Flucht ermöglicht hatte, lag nun außerhalb meiner Reichweite. Als Zugang blieb einzig dieses massive Portal. Die Tore waren verschlossen. Doch ähnlich wie beim Zeitstromraum, den ich zuvor gesehen hatte, war deren Mechanismus unzweifelhaft an diesen seltsamen Kristall gekoppelt, der über dem Eingang hing. Nichts gemein mit den erbärmlichen Kreaturen, die ich in Kains verkommenem Reich zurückgelassen hatte. Es schien, als bewahrten sie sich viel ihrer ehemaligen Menschlichkeit. Bei den Vampiren dieser Zeit handelte es sich nicht um räuberische Bestien, wie wir es einst waren. Diese Kreaturen wurden ihrerseits gnadenlos gejagt und unterdrückt. Und während ich immer noch glaubte, dass Vampirismus eine Seuche war, die ausgelöscht gehörte, so hatte dieser Kreuzzug dennoch nichts Nobles oder Rechtschaffendes an sich. Dies war bloß grausame Verfolgung. Die Säulen von Nosgoth, unberührt, heil und unverdorben. Ich hatte sie noch nie in diesem unbefleckten Zustand gesehen. Der Anblick machte auf mich einen tiefen und unauslöschlichen Eindruck. Und dort, mitten im Zentrum der Säulen, stand das Krebsgeschwür, das sie zerstören sollte. Ich weiß, dass du da bist, Raziel. Möbius hat mich zu dir geführt, Kain. Ich hätte es mir denken können, dass du hier auf mich wartest. Und wenn Möbius dir erzählt hätte, ich befände mich auf der Unterseite der Hölle, hättest du dich dann auch ins Nichts gestürzt, nur um mich zu verfolgen? Möbius fischt nach den Unwissenden und zerrt seine keuchende Beute aus den Strömen ihrer Schicksale. Nimm dich vor seinem Netz in Acht, Raziel. Erspar mir deine kunstvollen Metaphern, Kain. Ich bin dir nur aus einem Grund gefolgt. Du sollst bezahlen für deinen Verrat, auf dass das Gleichgewicht in Nosgoth wiederhergestellt werde. Wessen Willen würde damit entsprochen? Dem von Raziel oder Möbius? Würde ich von dir etwa besser manipuliert, Kain? Und jetzt zeig dich mir. Die Jagd ist vorbei. Das ist keine Jagd, Raziel. Wir sind lediglich Reisende auf dem Rad des Schicksals, das bis zu diesem Punkt einen perfekten Kreis beschreibt. Wir sind hier aus einem bestimmten Grund. Ich sah bereits Anfang und Ende unserer Geschichte. Sie ist roh und nicht durchdacht. Lass uns das Ende neu bestimmen. Du und ich. Sieh mich an, Kain. Selbst du solltest nicht als Feigling sterben. Erfüllt man dem zum Tode Verurteilten nicht einen letzten Wunsch? Ausgerechnet du verlangst Höflichkeit? Sei nachsichtig, Raziel. Ich erbitte nur dein Gehör. Das ist der erhabene Moment unseres Verderbens, Raziel. Der unsagbare Wendepunkt, der die Gesamtheit unserer Geschichte antreibt. Das ist der Punkt, an dem ganz Nosgoth verraten wird.
In diesem Augenblick wird Ariel, die Hüterin des Gleichgewichts, von dunklen Mächten ermordet, mit dem Ziel, die Säulen einstürzen zu lassen. Ihre Seele hat sich losgerissen und irrt im Äther umher, bei dem Versuch, sich einen Weg hierher zu bahnen. Du hast ja bereits erkannt, dass ihr Geist auf diesen Säulen lastet. Weil sie an deine Weigerung zu sterben gebunden ist, du bist der Grund für das Elend dieses Landes. Solange du lebst, ist Nosgoth auf ewig zum Verfall verdammt. Sei still, Raziel. Sieh hin. Als Ariel stirbt, werde ich geboren und Hüter des Gleichgewichts. Das ist mein Schicksal. Oh mein Gott. Im Augenblick meines ersten Schreis findet Ariels Geliebter, der Wächter Nupraptor, ihren Leichnam. Voller Trauer, gequält vom Verdacht des Verrats, verfällt Nupraptor dem Wahnsinn, der alle anderen Wächter mit sich reißt und infiziert, denn sie sind alle eine symbiotische Einheit, mich eingeschlossen. Die Auswirkungen des Mordes an Ariel aber waren sorgsam berechnet. Der gesamte Kreis stürzt in den Wahnsinn und ich bin schon vom ersten Moment meines Lebens an verflucht, unfähig, die Rolle einzunehmen, die das Schicksal für mich vorgesehen hatte. Soll ich dir hatte? Die gleiche Gnade zuteilwerden lassen, die du dem Rest des Kreises gewährtest? Du hast sie achtlos ermordet, um deren Säulen wiederherzustellen. Doch als es um das letzte Opfer ging, da zuckte deine Hand zurück. Wer soll dich erlösen, Kain? Du bist doch der letzte Überlebende. Warum mich für eine Tat verurteilen, die selbst durchzuführen, du nicht den Mut hattest? Wir wollen doch die Moral mal aus dem Spiel lassen, ja? Wir beide wissen nur zu gut, dass hier für Selbstlosigkeit kein Platz ist. Deine rücksichtslose Empörung hat dich hierher geführt. Darauf habe ich vertraut. Das ist keine Schande, Raziel. Rache ist doch Antrieb genug. Zumindest ist es aufrichtig. Hasse mich. Aber tue es aufrichtig. In 30 Jahren aber stehe ich vor einem Dilemma. Lass es mich die zwei Seiten einer Münze nennen. Fällt die Münze auf die eine Seite, opfere ich mich selbst, um die Säulen wiederherzustellen. Weil ich aber der letzte überlebende Vampir Nosgoth bin, würde das die Auslöschung unserer Art bedeuten. Dafür hat Möbius gesorgt. Landet die Münze hingegen auf der anderen Seite, verweigere ich mich dem Opfer und verurteile die Säulen bis in alle Ewigkeit zum Zusammenbruch. Wie auch immer. Das Spiel ist Wir sind uns einig, dass die Säulen notwendig sind und aufgebaut werden müssen? Ja, Raziel. Deshalb sind wir hier. Im Grunde nimmst du mir doch die Entscheidung ab. Wenn dieses Pad beendet werden soll, musst du sterben, damit neue Wächter geboren werden können. Die Säulen gehören nicht Ihnen, Raziel. Sie gehören uns. Deine Arroganz ist bodenlos, Kain. Es gibt eine dritte Möglichkeit. Ein gewaltiges Geheimnis. Verborgen in deiner Anwesenheit hier. Aber dieses Geheimnis musst du selbst enthüllen. Entdecke dein Schicksal, Raziel. Es liegt alles hier vor dir. Du hast es selbst gesagt, Kain. Deine Münze hat immer nur zwei Seiten. Anscheinend ja. Aber angenommen, du wirfst eine Münze oft genug in die Höhe, dann landet sie eines Tages auf ihrer Kante. Ich wusste nicht, welcher Impuls mich hatte zögern lassen, warum ich Kain so bereitwillig entkommen ließ, nachdem ich ihm so lange gefolgt war. Es gab keinen Grund, Kain zu vertrauen. Er hatte keinerlei Achtung vor mir, und doch sah ich mich auf eigentümliche Weise von seinen Worten gefesselt. Ich war schon auf zu grausame Weise benutzt worden, um dies erneut geschehen zu lassen. Doch wenn diese Welt Geheimnisse zu verbergen hatte, so wollte ich sie enthüllen. Von dem Moment meiner Ankunft an hatte ich das stete und untrügliche Gefühl, beobachtet zu werden. Irgendjemand, so schien es, war an meiner Anwesenheit hier sehr interessiert. Vom Augenschein her war diese Tür seit Jahrhunderten versiegelt. Es dämmerte mir, dass meine Anwesenheit hier kein bloßer Zufall war.
unterhalb dieser geflügelten Figur, die wie ich eine blaue Haut und gespaltene Hände besaß und diesen einzigartigen Schlüssel trug. Und mit einem Gefühl der Schwere und der Aufregung zerbrach ich das Siegel dieser alten Tür und überquerte die Schwelle. Als ich den Raum betrat, spürte ich, dass er seit mehreren hundert, wenn nicht tausend Jahren verschlossen war. Zwar entstammte dieser Raum eindeutig aus der Zeit, in der auch die Säulen errichtet worden waren, doch dieser Ort konnte nicht von Menschenhand gebaut sein. Möglicherweise hatten menschliche Augen diesen Raum noch nie gesehen. Die Wandgemälde zeigten eine geflügelte Rasse, deren Gesichtszüge sehr den meinen ähnelten. Doch sie waren schöner, während meine grotesk wirkten. Engelhaft, nicht dämonisch wie die meinen. Ich versuchte, diese Bilder zu entschlüsseln. Ein großer Krieg mit Kämpfern, wie ich sie niemals zuvor sah. Die Säulen errichtet von eben jener geflügelten Rasse, die so ihre Gegner bezwang. Erneut die Flügelwesen, doch diesmal krümmten sie sich in Agonie, gepeinigt vom gleichen Blutdurst, den ich erst jüngst erfuhr. Und überall, im Raum, die Zeugnisse des Reaver selbst. War es das, was ich nach Kains Willen entdecken sollte? Ich überlegte. Lügen, Raziel. Lass dich nicht täuschen. Ah, mein uralter Wohltäter. Und ich hegte die Hoffnung, unsere Wege hätten sich getrennt. Dein Schweigen war eine Wohltat, solange es andauerte. Keine Frage, es gibt bestimmt einen unaussprechlichen Grund für deine Anwesenheit hier. Sei nicht unverschämt, Raziel. Ich bin ewig anwesend, hier und überall, jetzt und immer da. Ich bin noch immer das Zentrum des drehenden Rads, die Narbe dieses Weltenschicksals. Aber vielleicht nicht so allmächtig, als ich einst glaubte. Dein Griff verliert anscheinend an Stärke. Offenkundig brauche ich dich nicht. Doch du verlangst nach mir. Diese Unverschämtheiten sind deiner unwürdig, Raziel. Vergiss nicht, dass du hier eine Aufgabe zu erfüllen hast. Du stehst in meiner Schuld. Schuld? Ich soll Dankbarkeit empfinden für ein Geschenk, um das ich nicht gebeten habe? War es nicht dein Wille, der mich in diesen abscheulichen Kadaver zwang? Ich habe dich wiederhergestellt, Raziel. Es war kein, der dich vernichtete. Jener Erzfeind, der dir einmal mehr entwischte. Verlass mich nicht, mein Diener. Ich diene niemandem. Nicht dir und nicht Kain. Noch weniger dem Lakai Möbius. Möbius ist mein guter Diener. Ich habe viele. Wenn ich aber Möbius erzählte, er bete zu einem großen Tintenfisch, würde dies seinen Glauben trüben? Du bist eigensinnig, Raziel. Doch hüte dich. Die Umarmung einer Schlange schickt dir Gift ins Blut. Kain kennt viele Gesichter. Er wird dich verführen und täuschen. Stolz zeigst du deinen freien Willen, doch das Biest lenkt bereits deinen Entschluss. Ich hege keine Illusion über irgendjemandes Aufrichtigkeit. Tatsächlich werde ich von allen Seiten manipuliert. Ich suche bloß die Wahrheit. Das sind die unumstößlichen Wahrheiten, Raziel. Die Qual von Geburt, Tod und Wiedergeburt. Das ist das Rad des Schicksals. Der reinigende Zyklus, dem das Leben folgt. Vampire sind eine Abscheulichkeit. Eine Seuche, die dieses Land seiner spirituellen Macht beraubt. Sie blockieren den Fluss des Lebens und des Todes. Ihre Seelen bleiben in ihren scheußlichen Kadavern gefangen. Doch das Rad dreht weiter. Der Tod ist eine unauslöschliche Wahrheit. Dein Schicksal ist besiegelt, Raziel. Du bist mein Seelenfänger, mein Soul Reaver, die Geißel der Vampire, der Schnitter ihrer abtrünnigen Seelen. Bleibe standhaft. Beende den Fluch der Parasiten und erneuere Nosgoth. Kains Blut soll an deinen Händen kleben.
Kain verdient wirklich den Tod. Er verurteilte mich zu diesem Leib. Aber ob und wann ich ihn töte, hängt an meiner freien Entscheidung. Kain hat dich ohne jeden Gewissensbiss vernichtet. Er entriss deine Seele ihrem edlen Leib. Und seiner Laune folgend stieß er dich in den Abgrund ohne Reue. Denk an deinen Zorn, Raziel. Lass ihn deine Hand führen. Und so wurde mein lauernder Beobachter entlarvt. Das Wesen verschwand, als es erkannte, dass es entdeckt worden war. Doch ich konnte einen flüchtigen Blick erhaschen und seine Gesichtszüge waren markant genug. Es war der Vampir Vorador, der scheußliche Mörder, dessen Bild in der Festung zu sehen war. Merkwürdig. Ein Wesen, unverfroren genug, um den Kreis ganz allein anzugreifen, wagte es nicht, sich mir entgegenzustellen. Nun gut. Wenn Vorador nicht zu mir kommen wollte, dann würde ich eben zu ihm gehen. Doch zunächst galt es, Mittel und Wege zu finden, um diese Terrasse zu erreichen. Dort schien eine Passage zu sein, die nach Norden in die Berge führte. Der Zugang jedoch war versperrt und lag in für mich unerreichbarer Höhe. Vielleicht würde ich ja später ein Mittel finden, diese Hindernisse zu umgehen. Umherschleichender Freund war nirgends zu sehen, doch ich fand diese Ruinen ohnehin viel interessanter. Diese mysteriösen Symbole hatte ich schon im Raum unterhalb der Säulen gesehen, und mir wurde klar, dass auch dieses Heiligtum versiegelt war und nur der Träger des Reavers es öffnen konnte. Überall in diesem Heiligtum waren Fresken der geflügelten Rasse sowie des apokalyptischen Krieges gegen ihre mysteriösen und gleichermaßen unmenschlichen Feinde zu sehen. Diese geflügelten Wesen, so schien es, waren nicht nur die Architekten der Säulen, sondern auch die dieses rätselhaften Ortes. Und ähnlich wie der Säulenraum war auch diese Weihestätte durchgehend mit Bildern des Reavers geschmückt. Stets ehrfürchtig dargestellt als heilige Ikone. Als ich mich dem Altar näherte, spürte ich mit einem Mal, wie der Reaver erwachte. Wie in Williams Kapelle verschob sich das Gleichgewicht der Macht spürbar. Unersättlich und willensstark übte nun der Reaver die Kontrolle aus und ich verkam zur hilflosen Marionette. Der Reaver bohrte sich in den geheimnisvollen Altar, verschlang dessen Energie, die aus dem Inneren strömte, und raubte diesem Ort somit alle Macht. Gesättigt gab mich der Reaver wieder frei, und ich erkannte, dass es sich bei diesen Heiligtümern um Schmieden handelt, eigens dazu errichtet, dem Reaver die Macht der Elemente zu verleihen. Nun verstand ich den Zweck dieser eigentümlichen Becken, die ich immer wieder auf meinen Reisen gesehen hatte. Es waren Taufbecken der Elemente, jedes einzelne einem elementaren Wesen zugeordnet. Als ich die Klinge schmiedete, wurden alle Becken dieses Elements in Nosgoth gleichzeitig aktiviert. Die Verbesserungen des Reavers waren niemals von Dauer. Doch diese Becken ermöglichten mir, der Klinge zu neuer Macht zu verhelfen, indem ich sie in die dort konzentrierte, elementare Energie tauchte. Konzentrische Kreise, einer den anderen verdeckend. Ich kannte dieses Symbol noch von der Tür, die den Zugang zu dem Heiligtum versperrte, welches ich im See außerhalb der seraphanischen Festung gesehen hatte. Vielleicht würde ich ja jetzt, bewaffnet mit der elementaren Kraft der Finsternis, zurückkehren und mir Zugang verschaffen können.
Der Retter kommt in Lumpen. Vorador? Anscheinend eilt mir mein Ruf voraus. Allerdings. Nur Gutes, hoffe ich. Ich beobachte dich schon, seit du aus dieser verfluchten Festung entkamst. Merkwürdig, dass deine Ankunft mit dem Verfall der Säulen einhergeht. Ich frage mich, bist du Auslöser dieser Ereignisse oder die Antwort darauf? Ich weiß nicht, was du meinst. Dann will ich offen sprechen. Ich misstraue deiner Herkunft, Fremder. Dass du aus den stinkenden Tiefen von Möbius Festung kamst, lässt mich zweifeln. Und was soll ich von deiner Erscheinung halten? Kein Mensch, nein. Eher Dämon als Vampir. Und die Säulen? Es kann kein Zufall sein, dass mit deiner Ankunft die Säulen verfielen. Daher frage ich dich nun, bist du ein Instrument der Zerstörung oder die Rettung der Säulen? Nichts davon. Nun gut. Schauen wir auf beide Seiten der Medaille. Ich folgte dir auf deiner Reise und sah, wie du munter Geheimnisse aufdecktest, die seit Tausenden von Jahren eingeschlossen und tabu waren. Der Pfad, auf dem du wandelst, steht nur einem Wesen offen. Du weißt nicht, was du bist, stimmt's? Ich war schon so vieles. Findest du mich unwissend, so erleuchte mich. Weshalb sollte ich's tun? Diese Welt ist ohne Hoffnung. Möge das Menschenvieh sie bekommen. Ich hätte mehr von dir erwartet als diese Kleinmut. Vor 500 Jahren wäre unsere Rasse bei den fanatischen Kreuzzügen der Seraphan beinahe ausgerottet worden. Und nun sehe ich das gleiche Drama ein zweites Mal. In weniger als einem Jahrzehnt hat Möbius' Bürgerwehr fast erreicht, was die Seraphan nicht schafften. Vampire kommen den Menschen nahe. Sieh, wohin es uns geführt hat. Was soll ich anfangen mit den Geheimnissen, die ich entdeckte? Die Darstellungen der geflügelten Rasse, die Säulen, der Reaver. Alles Märchen, Junge. Illusionen einer vergangenen Kultur, die hoffte, die Welt möge sie nicht vergessen. Ihr Erbe versickerte so lange, bis nur noch einer von ihnen übrig war. Was ihm blieb, war nur der Glaube an die alten Prophezeiungen. Auch wenn du bist, was du vorgibst, so ist dies hinfällig. Du bist einfach zu spät. Janus Audron, Hüter des Reaver, der letzte Überlebende und mein Schöpfer, ihn töteten die Seraphan vor fast 500 Jahren. Nur er hätte dir antworten können, doch sein Wissen starb mit ihm. Ich verstehe kaum, wie du hierher kamst, ohne seine Führung. Ohne den Reaver, den die Seraphan vor 500 Jahren stahlen. Ich fürchte, mein Freund, du und wir alle haben ganz einfach Pech. Warum sollte ich Vorador weniger trauen als den anderen, die ich traf? Tatsächlich war der Vampir eines der aufrichtigsten Wesen, denen ich bisher begegnete. Wenn Janus Audron der Schlüssel zu all dem war, würde ich ihn finden. Und Möbius' Zeitstromgerät würde mir zu der Passage verhelfen. Doch zunächst musste ich einen Weg zurück in die Festung finden. Und ich glaubte, dass die Weihestätte im See mir dabei behilflich sei. Ah, mein starkköpfiges Kind ist hier. Und hat mehr entdeckt, als dir lieb sein kann, fürchte ich. Was soll ich halten von diesen Ruinen, die das Land verschandeln? Was ist mit den Bildern in dieser Kammer? Sie sind lediglich die Täuschungen einer gescheiterten Zivilisation. Dein Pfad ist falsch, Asiel. Diese alte Rasse hofft anhand dieser Hieroglyphen, die Zukunft manipulieren zu können. Bedenke deine Schritte.
In dieser Welt sind dunkle Mächte fest entschlossen, dein wahres Schicksal zu verändern. Daran zweifle ich nicht. Die Frage ist nur, sprechen Sie in diesem Moment zu mir? Deine Arroganz wird nochmal dein Untergang sein, Raziel. Beuge dich meinem Willen, oder dein Schicksal ist je beendet. Deine Wut lässt mich kalt. Ich bin jenseits deiner Macht. Meine Macht reicht weiter, als du glaubst. Du spielst ein sehr gefährliches Spiel, Raziel. Die Wandmalereien ließen keinen Zweifel mehr zu. Diese geflügelten Kreaturen waren die Architekten der Säulen. Und obwohl die Bilder nur schwer zu entschlüsseln waren, schienen die Säulen ihre Feinde auf irgendeine Weise vertreiben oder verringern zu können. Tauchte den Reaver in das Schmiedefeuer und erfüllte die Klinge mit der elementaren Macht des Lichts. Derart bewaffnet besaß ich nun alle Möglichkeiten, die Festung erneut zu betreten und Möbius' Zeitstrommaschine endlich für meine eigenen Zwecke zu verwenden. Zeig dich, Kain. Hier, Raziel. Hier ist alles entschieden. Du kannst das Ausmaß, die Größe und die Tragik dieses Augenblicks gar nicht ermessen. Und doch musst du es, wenn du Nosgoth aus den Trümmern seiner Verdammnis befreien willst. Ich verstehe nur so viel, Kain. Dass du und Möbius mich hierher getrieben habt, sagt mir, dass ich keinem von euch trauen kann. Ich weiß nicht, wer hier die Fäden zieht. Spielt auch keine Rolle, weil ich sie zerschneiden werde. Ab hier folge ich nur meinem Weg. Wenn das nur so einfach wäre. Dein Fatalismus ist ermüdend, Kain. Aber in mir verwurzelt, Raziel. Du musst verstehen, dass wir die Geschichte nicht ändern können. Das Schicksal bestimmt unser Treffen. Wir würden es wieder tun. Geschichte ist unabänderlich. Wirf den Stein in einen starken Strom. Das Wasser wird ihn umspülen, als gäbe es kein Hindernis. Wir beide sind nur Steinchen im rasenden Strom der Gezeiten. Das Kontinuum der Geschichte ist einfach zu stark, zu widerständig. Jedoch, wie erklären wir das Wullian? Hier, einst geliebter König, dann Tyrann. Als ich jung war, sah ich seinen Aufstieg zur Macht und seine Wandlung zum Zerstörer von Nosgoth.
Bleib, wo du bist, Kain. Jahre später bot sich mir Gelegenheit, in die Geschichte zurückzureisen, nicht wissend, dass Möbius hierbei die Fäden hielt. In meiner Weisheit ergriff ich die Möglichkeit, den jungen König zu töten, bevor er Nosgoth verwüsten konnte. Dadurch verschaffte ich aber Möbius einen Vorwand, um unsere Rasse brutal zu morden. Ich warne dich, nicht weiter. Diese eine ruchlose Tat durchtrennte den Strang der Zeit. Die Nemesis wurde niemals Nemesis. William starb als Märtyrer. Ich, der Vampir und Mörder, schrieb unseren Untergang. Und Möbius profitierte von allem. Ich zerstörte den Tyrannen und schuf einen neuen. Doch wie kann das sein? Was, wenn Geschichte unwandelbar ist? Die Antwort findest du hier in diesem Raum, Raziel. Möbius trieb William und mich vorwärts und sorgte dafür, dass wir beide den Soul Reaver trugen. Der Reaver ist der Schlüssel. Zwei Verkörperungen der Klinge treffen sich in Zeit und Raum. Ein Paradox entsteht, ein Zeitenbruch, so mächtig, dass die Geschichte aus den Gleisen läuft. Ist das deine Zauberei? Nicht meine, Raziel. Deine. Du musst mich nicht fürchten, Raziel. Du hältst alle Karten. Dann sollte ich wohl deine Aufrichtigkeit testen. Solltest du die Wahrheit sprechen, dann fürchte dich. Ich könnte dich töten. Hier und jetzt. Dann tu es auch, Raziel. Was war das? Wir rasen in unser Schicksal, Raziel. Was du fühlst, ist der Sog der Geschichte, der uns zusammenführt. Hier treffen Geschichte und Schicksal zusammen. Glaubst du wirklich an den freien Willen, Raziel? Dann beweise es jetzt. Töte mich nun, und wir werden zu Spielfiguren in einem Spiel, das wir nicht bestimmen. Man bestimmte mich zum Hüter des Gleichgewichts in Nosgoth, während du Nosgoths Retter sein sollst. Doch Möbius entwarf mein Schicksal neu, und deines auch. Das ist Wahnsinn. Kämpfe damit, Raziel. Dieser Moment muss nicht das Ende sein, sondern auch ein Vorspiel. Ich kann nicht. Du kannst, Raziel. Schau nach innen und erkenne, dass es so ist. Deine Macht wird unsere unausweichliche Zukunft neu gestalten. In sein altes Bett. Doch deine Weigerung, mich zu töten, hemmt seinen Lauf. Die Zukunft sucht den Einklang mit deiner gewaltigen Entscheidung. Hier sind wir, Raziel, und fordern unser ursprüngliches Schicksal ein. Noch ist es mir möglich, meine Rolle als Hüter des Gleichgewichts zu erfüllen und die Säulen ihren rechtmäßigen Erben zu übergeben. Den Vampiren. Und das ist das Schicksal, das ich entdecken sollte? Ich weiß nicht, welches Spiel du mit Möbius spielst, Kain. Doch ich werde nie dein Unterpfand. Anders als du schütze ich die letzten Reste meiner Menschlichkeit. Ich werde nicht zum Werkzeug deines messianischen Wahns. Nun gut, Raziel. Ich werde dich nicht bitten, mir zu vertrauen. Entdecke selbst, was du als Wahrheit anerkennst. Bescheidene Worte für den, der mir mit jedem Zug eine Lektion erteilt. Dann reise weiter und lerne deine eigenen Lektionen, Raziel. Vergiss nicht, Möbius führte dich her, doch du gehst ungehindert.
Meister des freien Willens, Zerstörer falscher Zeitläufe. Vieles gibt es noch für dich zu entdecken, wenn sich dein Herz der Wahrheit öffnet und du sie erkennen willst. Ah ja, mir gefällt dein Gesicht, Möbius. Du weißt nicht, wie es weitergeht, stimmt's, alter Mann? Da stehst du, ohne deinen verdammten Stab. Ich nehme an, die Dinge entwickeln sich nicht so, wie du hofftest. Ungewöhnlich, dass dich die Fliege in deinem eigenen Netz angreift, stimmt's? Keins schädlicher Einfluss hat deinen Verstand vergiftet, Raziel. Nun witterst du überall Verrat, selbst bei den engsten Verbündeten. Wir waren niemals Verbündete, Möbius. Verschwörer vielleicht. Nur kurz. Warum hast du Kain nicht getötet, als du es konntest? Er war in deiner Gewalt. Stimmt. Ich hatte die Wahl und entschied für Gnade. Und jetzt kenne ich dein schmutziges Geheimnis. Die Bedeutung dieser Verschiebung, die ich spürte, als die beiden Reaver sich vereinigten. Seltsam, dass ich die Wahrheit von Kain erfuhr und nicht von dir. Tatsächlich lernte ich viel mehr, als du dachtest. Ich weiß nun, wie du versucht hast, die Geschichte für deine persönlichen Zwecke zu verändern. Doch nun liegen alle deine schmutzigen Pläne in Trümmern, nicht wahr? Und das alles, weil man meinem Willen folgte, anstatt den Bitten und dem Flehen so vieler nachzugeben, die alle den gleichen, ermüdenden Refrain anstimmten. Töte Kain! Ich gehe von nun an meinen eigenen Weg, Möbius. Ich werde die Wahrheit entdecken, die hinter all dem steckt. Mit diesem voreiligen Akt verdammst du uns alle. Nicht voreilig. Ich brauche allen Willen, den ich besitze. Hat meine Weigerung, Kain zu töten, die Karten in deinem Spiel neu gemischt? Glaubst du wirklich, aus dir spricht ein freier Wille, Raziel? Du bist doch nur Kains Diener. Ich diene ihm nicht. Ich habe ihn lediglich nicht getötet. Raziel, vergiss dein eigentliches Ziel nicht. Du bist auserkoren zum Retter Nosgoths. Oh, diesen Satz kann ich langsam nicht mehr hören. Und was die Rettung von Nosgoth angeht, so sehe ich keinen Grund zur Aufregung. Und von nun an wähle ich meine eigenen Ziele, Zeitstromlenker. Zur Abwechslung werde ich jetzt einmal dich manipulieren. Geh. Da hinein. Was tust du da? Komm schon, Möbius. Du bist doch gerissen. Das ist kein Problem für dich, nicht wahr? Ich verlasse dieses Zeitalter. Du wirst diese Maschine in Gang setzen und mir eine Passage verschaffen. Ich will die Welt sehen, bevor die Seraphan ihren Kreuzzug begannen. Und was ist mit Kain? Du lässt deinen Auftrag im Stich. Töte du ihn, wenn es so verdammt wichtig ist. Du musst lediglich die beiden Pole des Schalters berühren, um deine Zeitreise zu beginnen. Doch bedenke dringend, dass... Du hast deine Überzeugungskraft verloren, alter Mann. Verfaule hier und vergiss mich. Selbst als ich aus diesem infernalischen Zeitstromraum emporstieg, fürchtete ich Verrat. Die Festung war unbewohnt, heruntergekommen und verlassen. Zweifel über das Zeitalter, in dem ich mich nun befand, gehegt. Dieses groteske Bild hätte
hatte sie endgültig zerstreut. Denn hier sah ich Möbius, lange nach seiner Ermordung durch Kain, verehrt und selig gesprochen als Märtyrer und Held seines blutdürstigen Feldzugs. Und wenn es noch eines weiteren Beweises bedurft hätte, so hätte ich nur die grausige Trophäe anschauen müssen, die Möbius in die Höhe reckte, den abgetrennten Kopf Vorador's, dem letzten triumphalen Mord von Möbius' halsabschneiderischem Mob. Seine Hinrichtung bedeutete gleichzeitig die völlige Vernichtung der Vampire. Weit davon entfernt, mich in Nosgoths Vergangenheit zu leiten, hatte Möbius mich über ein Jahrhundert weit in dessen grässliche Zukunft versetzt. Die Absicht hinter diesem kleinen Umweg war unverkennbar. Nachdem ihm misslang, mich zu seinem treuen Diener zu machen, wollte Möbius mich über mein wahres Schicksal, das eindeutig in Nosgoths Vergangenheit lag, im Unklaren lassen. Auch wenn sein Täuschungsversuch meine Absicht nur bestärkte, war es Möbius gelungen, mich hier festzusetzen. Mir blieb keine andere Wahl, als dieses Zeitalter zu erforschen und zu sehen, welche Änderungen Kains schicksalhafter Entscheidung gefolgt waren. Vielleicht hatte die Zeit mir ja einen Weg in die Berge gebahnt, die hoffentlich weitere Hinweise um das Geheimnis des Janus Ordoran bargen. Raziel! Was für eine armselige Scharade ist das, Möbius? Keine Scharade, Raziel. Nur das Flehen dieser gemarterten Seele. Dein Flehen berührt mich nicht nach all deinem Betrug. Du hast mich in Nosgoths Zukunft getrieben, Möbius, und mich hier sitzen gelassen. Es tut mir aufrichtig leid, Raziel. Doch es musste sein. Verstehe dies als letzte Tat eines Todgeweihten. Du hast dein Ziel verfehlt. Nun siehe das Ergebnis. Blicke auf dies Land, das du mit Kain zerstört hast. Wüste und Öde. Ich wüsste nicht, warum ich schuldig bin. Du verschontest Kain. Und damit hast du unsägliches Leid über diese Welt gebracht. Ich kann akzeptieren, dass Kain mich ermordet hat, Raziel. Als Zeitenwächter erkannte ich mein Ende lang vor der Tat. Es verschafft mir Befriedigung, dass Kain der letzte Überlebende seiner scheußlichen Brut ist. Dass aber mein Opfer Bedeutung verliert, hast du zu verantworten. Dein Argument ist verloren, Zeitstromlenker. Ich wüsste nicht, wie Tod oder Begnadigung von Kains zukünftigem Ich etwas änderte. Dieses Ödland wurde durch Kains ursprüngliche Weigerung bei den Säulen geschaffen. Denn trotz aller Taten blieb dieses Ereignis stets gleich. Du bist gerissen, Möbius. Aber ich glaube, du hast dich in deinem eigenen Netz verfangen. Da Kain seinen Thron nicht verlässt, sind die Säulen zum Verfall verurteilt und reißen ganz Nosgoth in die Tiefe. Ich glaube nicht, dass weder die Säulen noch Kains Weigerung, sich selbst zu opfern, etwas ändern. Ich denke, du hast lediglich Angst, weil du nicht weißt, was er tut. Er stört dein Spiel und du kannst seinen Einfluss nicht ertragen. Und deshalb sollte ich ihn für dich töten. Nun, da er aber überlebt hat, weißt du nicht, was passieren wird. Vielleicht zum ersten Mal in deinem ganzen Leben. Du sorgst dich, dass er tatsächlich eine dritte Möglichkeit finden könnte, um deinen Plänen zu entkommen. Kains Lügen verwirrten deinen Verstand. Verlasse diesen Ort und belästige meine Seele nicht länger. Wenn du überhaupt eine Seele besitzt. Du vergisst meine Mittel, dieses festzustellen. Wenn du bereit bist für ein Risiko, habe ich auch nicht vermutet. Trotz allem, du verlierst. Das waren die Säulen, meinen Augen so vertraut. Doch nun, da ich ihre wahre Bedeutung kannte,
betrachtete ich die zerstörten Säulen mit einem Gefühl des Wissens und Entsetzens. Und ich fragte mich jetzt, ob keine simple Weigerung, sein blanker Ehrgeiz, wirklich Ursache der Verwüstung war. Hier mussten stärkere Kräfte am Werk sein. Als ich mich näherte, erkannte ich Ariels Geist, seit mehr als einem Jahrhundert an diesen Ort gefesselt. Für immer bin ich gebunden, ohne Hoffnung, meine Seele an diesen Ort gekettet. Was den Kreis zerstörte, verschonte mich, denn ich war bereits tot und außer Gefahr. Ich allein blieb vom Wahnsinn verschont, während Kain den Tod entkam. Als Nupraptors Gift Kain schon im Mutterleib verdarb, war nicht nur Kains Schicksal besiegelt, sondern auch das von Nosgoth. Schau uns an, zwei seelenlose Kreaturen. Ich bin eine reine Seele. Kain ist real, doch zutiefst verdorben. Deine Gefangenschaft hat dich verwirrt, Geist. Du verfluchst Kain und glaubst, er sei die Kette, die dich fesselt. Doch wir beide wissen, dass er nicht der Urheber deiner Misere ist. Die Säulen wurden von dunklen Mächten zerstört, die Hüter selbst riefen. Je mehr ich über euren Kreis erfahre, desto deutlicher erkenne ich das Netz der Manipulation. Kain hat ihnen den Sieg serviert. Sie wollten die Säulen stürzen. Er war ihr williges Instrument. Oder war er nur eine Spielfigur? Würde dein Zorn stumpfer, wenn du wüsstest, dass sein Dilemma wohl kalkuliert war? Die Säulen mussten stürzen, unabhängig von seiner Entscheidung. Die Verwüstung wäre sogar noch größer gewesen, hätte er den von dir gewünschten Pfad beschritten. Du bist eine hinterhältige Kreatur. Doch deine Argumente können keinen nicht freisprechen. Er muss sterben, damit die Säulen wieder erstrahlen. Es gibt keinen anderen Weg. So bedenke zumindest diese Möglichkeit. Was, wenn auch Kains Tod ihnen nicht zu neuem Glanz verhilft? Bedenke, dass es nun zu spät sein könnte, dass diese Welt hoffnungslos verloren ist und dass deine Ketten auf ewig halten. Warum verfolgst du mich, Dämon? Du siehst, dass ich hier gefangen bin. Hab Erbarmen. Erbarmen? So wie du es den übrigen Wächtern zeigtest, als du ihnen Kain auf den Hals gehetzt hast? Oder zeigtest du kein Erbarmen, indem du ihm sein Schicksal verschwiegst, damit er deinen Zwecken diente? Oder umschloss dein Erbarmen deinen geliebten Nupraptor, als du ihn zu Kains erstem Opfer machtest? Du bist grausam. Warum quälst du mich? Ich suche bloß nach Antworten, Ariel. Nun gut, ich lasse dich in Frieden. Doch sei gewiss, du kannst nicht entkommen und gehst ins Fegefeuer. Du stehst schon an der Schwelle. Raziel, der gescheiterte Attentäter. Du hattest Kain auf den Knien, doch dann fehlte dir der Mut, die Tat zu vollziehen. Und nun siehst du das Ödland, geschaffen von des Tyrannen Hand, entstanden durch die selbstsüchtige Entscheidung, das eigene Leben zu schonen, auch wenn die ganze Welt dafür geopfert werden musste. Das ist Nosgoths Schicksal, solange Kain lebt. Ein Urteil nicht ohne Ironie, wenn man sich dieses Bild vor Augen führt.
Man könnte glauben, du hättest die Säulen eigenhändig eingerissen. Was versuchst du zu verwischen, wenn du deinen scheußlichen Körper durch diesen Raum zerrst? Und warum, könnte man weiter fragen, musste Nosgoth dem Wahnsinn verfallen, während du hier aufzublühen scheinst? Die Dinge in dieser Welt, so habe ich gelernt, sind selten so, wie sie zu sein scheinen. Und auch du bildest da offenkundig keine Ausnahme. Ich bin der Motor des Lebens, die Quelle von Nosgoths bloßer Existenz. Ich bin die Narbe des Rades, der Ursprung allen Lebens und der Vertilger des Todes. Vielleicht bist du ja bloß hungrig. Könnte das das ganze Geheimnis sein? Wäre das nicht eine nahezu poetische Ironie? Der große Widersacher der Vampire entpuppt sich als der größte Parasit von allen. Strapaziere nicht meine Geduld, Raziel. Ich habe dich erschaffen und ich werde dich auch wieder vernichten, wenn mir danach ist. Als dein Vertreter stehe ich über dem Tod. Es gibt Schicksale, die sind schlimmer als der Tod, Raziel. Oh, nun erkenne ich dein wahres Gesicht. Ein Krebsgeschwür, ein aufgerollter Parasit, der sich tief in das Herz dieser Welt gegraben hat. Geh jetzt. Spiele deine jämmerliche Rebellion zu Ende und nimm deinen Platz ein unter den Vernichteten, den Benutzten und den Verdammten. Aber eines solltest du wissen. Du bist mein für alle Ewigkeit. Du bist immer gewesen und wirst immer sein, mein Soul Reaver. Jenseits dieses Bauwerks lag meine einzige Hoffnung, dieser dämonenverseuchten Einöde zu entkommen. Das Zeitstromgerät, das es beherbergte, bot mir die einzige Aussicht, zu den Anfängen der Geschichte Nosgoths zurückzukehren. Doch wenn ich nicht bald dieses Siegel aufzubrechen vermochte, würde ich bis in alle Ewigkeit hier festsitzen. Der Strom der Zeit hatte mir tatsächlich den Weg freigeräumt. Nun konnte ich endlich Nosgoths nördliches Gebirge erkunden. Ich fragte mich besorgt, ob hier nicht vielleicht doch noch ein Beweis für die Existenz Janus Ordrans zu finden war. Hier entdeckte ich ein malerisches Dorf namens Ustenheim, das schon lange verlassen und völlig verfallen war. Die Legende besagte, dass Janus Ordrin seine Dorfbewohner terrorisierte, bis die Seraphanjäger ihn aufspürten und vernichteten. Enthalten die Legenden Wahrheit, dann konnte das Lager des verrufenen Vampirs nicht mehr weit sein. Dieses Bauwerk war eindeutig nicht von Menschenhand geschaffen. Wie die Figur unterhalb des Vorsprungs stumm bestätigte, waren dies die Horste der geflügelten Geschöpfe. Ich stand unzweifelhaft vor dem Unterschlupf des legendären Janus Ordrin. Doch der gesamte Zufluchtsort lag in Trümmern, zerstört unter der geballten Macht einer uralten Naturkatastrophe. Wie vermutet, war ich durch die Täuschung des Zeitstromlenkers Jahrhunderte zu spät gekommen, um hier noch etwas von Belang zu entdecken. Da hinter mir nichts weiter als die Einöde lag, die ich durchquert hatte, entschloss ich mich, diese Schluchten näher zu erkunden. Oh nein! Immer wenn du auftauchst, geschehen gewaltige und entsetzliche Dinge. Das hält mein Magen einfach nicht aus. Kein Drama diesmal, Raziel. Du bist hartnäckig, eilst durch die Zeit, um mir zu folgen. Wartest du noch darauf, dass deine Münze auf die Kante fällt? Meine Zeit wird kommen. Wie ich sehe, hat Möbius dir einen Streich gespielt. Ja, er will wohl nicht, dass ich diesen Janus Ordrin begegne. Möglich. Vielleicht hofft er aber auch, dich angesichts dieser Einöde, die ich ganz allein zu verantworten habe, gegen mich einzunehmen. Das dürfte wohl kaum nötig sein, Kain. Hätte ich auch nur die leiseste Vermutung, dein Tod könne etwas ändern, würde ich dich umbringen. Ich wusste, dass du es verstehst, Raziel.
Janus ist in der Tat der Schlüssel zu deinem Schicksal. Doch du musst deinen eigenen Weg zurück in Nosgords Vergangenheit finden. Begehe keinen Fehler, Raziel. Wir beide sind jetzt in großer Gefahr. Wir sind Reizfiguren. Böswillige Kräfte wurden ausgesandt, um uns zu eliminieren. Du sprichst, als wären wir verbündet. Ungeachtet deiner Empfindungen, Raziel, in ihren Augen sind wir es. Nun, sie versuchen sicherlich, dich zu eliminieren, Kain. Daran besteht kein Zweifel. Ich werde laufend mit Forderungen nach deinem Tod überhäuft. Was immer du auch ausheckst, sie haben große Angst vor dir. Was mich betrifft, so glaube ich, dass die Billigung meiner einmaligen Auferstehung ein schwerer Fehler war. Ich glaube, sie wissen nicht, wie sie mich vernichten können. Du solltest sie nicht unterschätzen, Raziel. Und wer ist denn überhaupt dieses teuflische Sie, von dem wir reden? Wenn es sich um eine groß angelegte Verschwörung handelt, dann scheint die rechte Hand nicht zu wissen, was die linke tut. Selbst Möbius scheint sich bei jedem Zug ertappen zu lassen. Er ist eine Marionette. Hast du das immer noch nicht kapiert? Das ist doch die süßeste Ironie. Nosgords großer Manipulator ist ihr Spielzeug. Aber die, die die Fäden ziehen, haben sich noch nicht zu erkennen gegeben. Sie mögen es wohl nicht, wenn wir ihre sorgsam ausgeklügelte Geschichte ungeschehen machen. Du musst verstehen, Raziel. Wir haben sie nicht ungeschehen gemacht, sondern neu geschrieben. Die Zukunft fließt um unsere belanglosen Handlungen, sucht den Weg des geringsten Widerstands und duldet nur geringfügigste Abweichungen. Dieses Gefühl des Neubeginns hast du nach der Weigerung, mich zu töten, gespürt. Und denke daran, auch in dieser Hinsicht sind wir Reizfiguren. Die Geschichte verbietet die Einführung eines Paradoxes. Und wenn sich Ereignisse dem Wechselgemäß nicht umbilden lassen? Es ist die Reizfigur, die vertrieben wird. Denk immer daran, dass dies das Ergebnis sein könnte, das unsere Feinde provozieren möchten. Wir müssen sehr vorsichtig vorgehen. Die Szenen, die ich hier entdeckt hatte, waren eindeutig. Diese Rasse der geflügelten Wesen, die Baumeister der Säulen und die Schöpfer des Reavers, waren Nosgods erste Vampire. Ihr Blutdurst schien ein Fluch zu sein, mit dem ihre besiegten Feinde sie belegt hatten. Diese Bilder bestätigten, was Kain mir erzählt hatte, ich jedoch nicht wahrhaben wollte. Ich bemühte mich vergebens, die einzelnen Bruchstücke zusammenzufügen. Wie wollte Kain dem Dilemma seines Schicksals entkommen? Und welche Rolle hatte er dabei für mich vorgesehen? Und warum waren Möbius und die dunklen Mächte, mit denen er offenbar verbündet war, so versessen darauf, ihn zu töten? Und warum sollte ausgerechnet ich ihr Mordwerkzeug sein?
Als der Reaver die Schmiede ihrer wichtigen Energie beraubt hatte, legte sich der Sturm. Ich kam wieder zu mir und bewunderte meine frisch geschmiedete Waffe, die nun von der elementaren Kraft der Luft erfüllt war. Derart gerüstet hoffte ich inständig nun endlich in der Lage zu sein, diese Einöde zu verlassen. Dieser urgewaltige Reaver besaß, so erkannte ich, die Macht, Hindernisse zu zerstören, die gesprungen oder beschädigt waren. Endlich hatte ich die Möglichkeit, den verfallenen Zeitstromraum zu öffnen, den ich vor langer Zeit in den Sümpfen entdeckt hatte. Jetzt würde ich diese Einöde vielleicht verlassen können, um in eine Zeit zurückzukehren, in der Janus Ordren noch lebte. Mir blieb nur übrig, auf meinen blinden Glauben zu vertrauen. Ich wusste nicht, auf welches Zeitalter dieses Gerät abgestimmt war. Und ich besaß weder Wissen noch Mittel, um die Maschine selbst einzustellen. Ich zögerte nur kurz. Dann warf ich den Schalter um, vergaß alles um mich herum und legte meinen Willen in die Hand des Schicksals. Jenseits aller Hoffnung und wider aller Wahrscheinlichkeit schien es so, als hätte mich das Gerät zielsicher in das gesuchte Zeitalter geführt. Denn dies hier waren die Banner der Seraphan. Und diese Vampire offenkundig die Opfer ihres Kreuzzugs. Dieser Zufall kam zu gelegen, um nur auf das Schicksal zurückgeführt zu werden. Doch ob meine offenbar erwünschte Ankunft Möbius oder einem anderen Einfluss zuzuschreiben war, wusste ich nicht. Wenn Janus Ordren noch lebte, würde ich ihn finden. Doch ich war auf weitere Täuschungen gefasst und entschlossen, vorsichtig zu sein. Trotz all der Schlechtereien während dieses Kreuzzugs war dieses Massaker noch abstoßender als alle anderen. Das Schlachtfeld der Seraphan verriet so etwas wie gepflegte Erbarmungslosigkeit, die kaltblütige Rechtschaffenheit eines wahren Gläubigen. Allem, was heilig ist. Hier also erblickte ich meine früheren Waffenbrüder leibhaftig. Die Kampfpriester des Seraphanordens, die ihr Leben nur der Auslöschung der Vampirplage gewidmet hatten. Und obwohl ich gestehe, dass ich einen Schmerz der Sehnsucht, einen nagenden Gram über den Verlust meiner Tugend verspürte, so betrachtete ich sie nicht mehr mit der Verehrung, die ich früher empfunden hatte. Denn ich hatte das menschliche Antlitz der Vampire gesehen. Und die Abnormität dieser Männer. Nach einer schier endlosen Reise stand ich endlich auf der Schwelle zur Erleuchtung. Denn hier stand Janus Ordrens Unterschlupf. Unberührt und makellos. Die Umwälzung, die dieses Bauwerk eines Tages vernichten sollte, hatte sich noch nicht ereignet. Und obwohl ich keinen Hinweis besaß, ob Janus noch lebte, nahm ich diesen Anblick als gutes Omen. Da ich annahm, dass die Zerstörung dieses Unterschlupfs erst nach dem Untergang der Vampire stattgefunden hatte. Es gab nur ein Hindernis. Wie sollte ich jenen Vorsprung erreichen, der in dieser schwindelerregenden Höhe angebracht war? Denn das hier war ein Bauwerk geflügelter Wesen und die zerlumpten Reste meiner Flügel waren völlig nutzlos. Ich musste mich also auf ein anderes Hilfsmittel besinnen. Der Berg war innen hohl, wie ich bemerkte, und mit einer aufragenden Architektur ausgeschmückt, wie sie nur deren Schöpfer beherrschten. Wie die äußere Fassade waren auch diese Vorsprünge nur für jene erreichbar, die Flügel hatten. Doch mit meinen zerlumpten Flügeln schien dieses turmhohe Labyrinth unpassierbar, während das Objekt meiner Suche sich mir entzog. Denn ausgerechnet hier, am höchsten Punkt des Raumes, lag die Schwelle, die mich mit Sicherheit zu dem großen Vampir führen sollte.
Ich wusste nicht, ob Janus Ordoin wirklich das Monster war, wie die Bilder in der Festung schildern. Oder eines jener edlen Wesen, die man lange nach dem Untergang der alten Vampire noch verehrte. Mir war es auch egal. Dämon oder Engel, er allein besaß den Schlüssel zu meinem Schicksal. Janus Ordoin? Tut gut, nach all den Jahren meinen Namen ohne verachtenden Unterton zu hören. Raziel, mein Kind, was haben sie dir angetan? Ich ging durch die Hölle und zurück. Das alles nur, um diesen Moment zu erleben. Ich weiß nur nicht, warum. Tausende von Jahren wartete ich. Allein. Verlor den Glauben. In der Zeit der Bindung ernannte man 9 Wächter als Hüter der Säulen. Ich leistete den Schwur als 10. Wächter. Der Hüter des Reavers, die Waffe der Erlösung. Jahre vergingen, unsere Rasse starb. Ich überlebte, denn ich war dir verpflichtet und dem Heiligen Schwert. Was geschah mit den 9 Wächtern? Waren sie nicht gestärkt durch ihre Pflicht? Ich weiß es nicht. Während unsere Rasse verging, erblühten die Menschen. Jahrhunderte zogen vorüber und unsere Geschichte wurde Mythos und verschwand. Die Menschen haben uns vergessen und die Säulen für sich beansprucht, in völliger Unkenntnis ihres wahren Zwecks. Für sie bin ich ein Teufel, Ursprung ihrer Vampirplage. Warum erlaubten die Säulen menschliche Wächter, wenn sie doch die Vampire dafür bestimmten? Die Säulen wählen ihre Wächter durch Geburt, Raziel. Aber Vampire werden nicht mehr geboren. Das ist unser Dilemma. Und das ist die böse Ironie. Mit ihrer Jagd auf die Vampire attackierten die Mitglieder des Kreises die wahren Erbauer der Säulen, die zu schützen sie geschworen hatten. Sie haben sich auf einen tückischen Pfad begeben. Jeder Vampir, den sie töten, ist ein Schritt in den Abgrund. Sie wissen, dass ich ihnen entkam, und das macht sie rasend. Du siehst ja, wie sie mit ihren Verbrechen protzen. Vielleicht, um mich herauszulocken. Sie leben in der närrischen Vorstellung, mein Tod wäre unser Untergang. Zum Glück sind wir stark. Ich habe gesehen, wie sie unten im Dorf ihre Truppen sammeln. Ja. Ich weiß nicht genau, was sie vorhaben. Doch ich fürchte, unsere Zeit könnte sehr knapp werden. Die Menschen haben dir offenbar nur Kummer und Gram beschert. Du musst sie hassen. Sie fürchten, was sie nicht verstehen. Und sie hassen, was sie fürchten. Doch nein, ich hasse sie nicht. Vorador schon. Er hat viel leiden müssen. Er kann ihnen nicht vergeben. Sollte man ihnen vergeben? Sie verstehen nicht, was sie anrichten. Sie sind schlicht unwissend und anfällig für Manipulationen. Dann ist also alles wahr, was Kain und Vorador mir erzählten. Ich bin wirklich so etwas wie ein unheiliger Messias der Vampire. Unheilig? Nein. Messias vielleicht. Ich mag dieses Wort nicht, es riecht förmlich nach Märtyrertum. Raziel. Deine Rolle beim Schicksal dieser Welt ist entscheidender und weit hilfreicher, als du dir je zugestehen wolltest. Deine Reise wird nicht einfach sein.
Dunkle Mächte haben sich gegen dich verbündet. Aber ich glaube, das weißt du längst. Du scheinst auf grausame Weise geprüft worden zu sein. Die Bindung muss gesichert werden, Raziel. Die Säulen sind das Schloss. Und der Reaver ist der Schlüssel? Ja. Der Reaver ist hier. Aber warum spüre ich da nichts? Die wunderbarste Waffe, die unsere Waffenschmiede je geschaffen haben. Sie flößten der Klinge die Energien des Vampirismus ein und gaben dem Reaver die Fähigkeit, unseren Feinden den kostbaren Lebenssaft auszusaugen. Als Janus die Klinge präsentierte, kroch eine unerklärliche Furcht in mir auf. Weit schrecklicher als alles, was ich je zuvor empfunden hatte. Sofort stieß mich das Schwert schroff zurück und doch fühlte ich den unwiderstehlichen Drang, es zu berühren. Es aufzunehmen. Bitte, nimm es fort von mir. Ich fürchte, man ist dir gefolgt. Du musst dich selbst in Sicherheit bringen, Raziel. Janus! Nein! Alles wirbelte um mich herum. Und ehe ich mich versah, fand ich mich in einem angrenzenden Raum wieder. In sicherer Entfernung zu den Kämpfen. Janus hatte mich vor den Seraphan geschützt und selbstlos seine eigene Sicherheit verwirkt, um mein Leben zu bewahren. Und nun befürchtete ich, dass mein neu gefundener Mentor ermordet wurde. Von jenen Kreuzzüglern, die ich noch vor kurzer Zeit bewundert hatte. Diese Ironie gab mir einen tiefen Stich. Und mit wachsendem Entsetzen dämmerte mir, dass Möbius mich von Anfang an betrogen hatte. Denn die Seraphan waren einfach dem Weg gefolgt, den ich leichtfertig durch diese Zuflucht gebahnt hatte. Und bei ihrer Ankunft trugen sie Möbius' Stab. Damit war ihnen Janus ausgeliefert. Durch die Tür hörte ich sie kämpfen, gerade mal ein paar Schritte entfernt. Aber es hätten genauso gut 1000 Kilometer sein können. Denn dieses Hindernis war von elementaren Kräften verschlossen, die ich nicht besaß. Es schien so, als hätte Janus mich in das Herz der Weihestätte des Feuers gebracht. Ich hoffte, das Feuer der Schmiede entfachen und den Reaver mit deren Kraft aufladen zu können, um Janus sein schreckliches Schicksal zu ersparen. Ich tauchte den Reaver in den Schmelzofen und schmiedete die Klinge mit der elementaren Kraft des Feuers.
Jetzt war ich in der Lage, diese Schranke zu überwinden und Jaenys vor seinen Folterknechten zu bewahren. Vergib mir. Ich habe dich im Stich gelassen. Nein, Raziel. Vielleicht war dies mein Auftrag, dir einfach nur das Leben zu retten. Während ich deins genommen habe. Nimm dein Schicksal an, Raziel. Du musst den Reaver zurückerobern. Er wurde nur für dich geschmiedet. Ohne ihn gibt es keine Hoffnung. Als ich Jaenys Körper losließ, überkam mich ein überwältigender Ekel vor mir selbst, den zu ertragen ich kaum imstande war. In diesem Moment stieß ich alles von mir, was ich jemals war, und nahm die Rolle an, die Jaenys über Jahrhunderte hinweg so geduldig für mich bewahrt hatte. Ich wusste, was ich zu tun hatte. Die Aufgabe, für die einzig und allein ich vorgesehen war. Ich würde diese Seraphanhunde bis zu ihrer widerlichen Festung verfolgen und den Mord an Jaenys rächen. Möbius sollte für seinen Verrat teuer bezahlen und meine Seraphanbrüder das Entsetzen ernten, das sie selbst gesät hatten. Ich würde den geraubten Reaver, dessen rechtmäßiger Besitzer ich war, zurückholen. Und schließlich, wenn alle Schulden getilgt waren, würde ich ihnen Jaenys Ordurans Herz wieder aus den schmutzigen, unwürdigen Händen reißen. Besaß das Herz tatsächlich die Macht, das Unleben der Vampire wiederherzustellen, so war mir seine Bestimmung klar. Ich würde das Herz an Jaenys zurückgeben und so das schändliche Verbrechen meines abscheulichen früheren Ichs ungeschehen machen. Schon auf dich gewartet, mein kleiner Raziel. Also waren diese dämonischen Unheilstifter nicht bloß ein Erzeugnis Nosgoths verdorbener Zukunft, denn sie waren über 5 Jahrhunderte zurückgeeilt, um mich zu verfolgen. Diese Kreaturen, so nahm ich an, waren Schergen der unbekannten Mächte, die mich beherrschen wollten. Das hier war der greifbare Ausdruck ihrer Missbilligung. Diese Dämonen hat jemand als Strafe für meinen Ungehorsam von der Leine gelassen. Hättest du, könntest Nosgoth retten, hätte lieber dich selbst, winziger Raziel. Lass dich aufklären, armer Raziel. Der Retter von Nosgoth.
hast mich im Stich gelassen, Raziel. Ich frage mich, Alter, hast du mich wirklich wieder auferstehen lassen oder warst du nur zufällig zur Stelle, als ich nach meinen Qualen in der Tiefe wieder erwachte? Ich nehme an, ich kam dir ganz gelegen. Von keinem in deinen Bau gestoßen und aus irgendeinem Grund unzerstörbar. Ein haltbares und leichtfertiges Werkzeug für deine Zwecke. Doch das bin ich gern bereit zuzugeben. Ich habe mich auch von anderen immer wieder benutzen lassen, doch ich wich stets vom vorgezeichneten Pfad ab. Was hab ich nur an mir, Dämon, das mich zu einem derart unzuverlässigen Instrument werden lässt? Warum überlebe ich eine Prüfung nach der anderen, immer und immer wieder, in einer endlosen Folge demütigender Tode und Wiederauferstehungen? In meinem Schicksal und meiner Geschichte liegt offenbar noch mehr verborgen, als ich weiß. Möglicherweise auch mehr, als du weißt. Plötzlich und unerklärlich entdeckte ich den Reaver, der auf verdächtige Weise auf meinem Weg lag. Wieder spürte ich nichts von der Zeitverzerrung oder dem besonderen Gefühl der Verschiebung, das ich empfunden hatte, als ich dem Reaver in Williams Kapelle begegnete. Hier keimte in mir die gleiche namenlose Furcht auf, die ich schon einmal erfahren hatte, als Janus mir den Reaver zum ersten Mal zeigte. Ich fühlte mich sofort von der Klinge zurückgestoßen und dennoch unwiderstehlich von ihr angezogen. So, Raziel, da werden wir also. Jetzt bleibt dir keine andere Wahl, als mich anzugreifen. Und ich bin nicht so verrückt, wie ich dich glauben ließ. Wir haben noch ein paar Dinge zu erledigen. Du wusstest, dass ich die Seraphan zu Janus führen würde, du Bastard. Du hast jeden meiner Züge begleitet. Mein Schicksal bereitet dir Vergnügen? Es war mir ein Vergnügen, solange es währte. Ich glaube nicht, Raziel. Malek, diese Kreatur darf nicht entkommen. Er stellt eine Gefahr für den Kreis dar. Armer, irregeführter Raziel. Hast du wirklich geglaubt, du hättest das Zeug, auch meine Geschichte zu ändern? Ich bin der Zeitstromlenker. Ich kannte alle deine Absichten schon, bevor du sie überhaupt entwickeln konntest, du einfältiger Narr. Malek! Ruft eure Hunde! Lord Möbius, es gibt Schwierigkeiten. Der Kreis wird angegriffen. Halte aus, Malek. Der hier ist die eigentliche Gefahr für uns. Was brütest du hier eigentlich aus, Möbius? Du vergiftete Kreatur. Glaubtest du tatsächlich, ich würde zusehen, wie du herumläufst und alles verdirbst, was dir über den Weg läuft? Ich gestehe, ich habe dich bis jetzt unterschätzt, Möbius. Aber diesen Fehler werde ich nicht wiederholen. Schon wieder falsch, Raziel. Jetzt, Malek. Versperre die Tür. Mit Hilfe seines Stabes setzte Möbius meine spirituelle Klinge außer Gefecht, entwaffnete mich und ließ mir nur noch eine Waffe zur Wahl. Und doch muss ich gestehen, dass es kein Mangel an Alternativen, sondern blinde Wut war, die mich den Reaver aufnehmen ließ. In meinem Zorn war es, als handle meine Hand aus eigenem Antrieb. Und nun packte die gleiche Hand das Heft mit unnachgiebiger Härte, und ich spürte ein eigentümliches Kribbeln, ein entferntes Gefühl der Sehnsucht, als die jetzt unbrauchbare spirituelle Klinge vergeblich versuchte, ihren physischen Zwilling zu umschlingen. Revanche, Dämon?
Zurück in die Hölle mit dir! Ich erkannte in diesen beiden meine früheren Brüder. Im Leben als Seraphan und im Unleben als Kains Vampirsöhne. Melchior und Zephon, die Schwächsten unter Kains Brut. Diese Bastarde ahnten nicht, was die Zukunft für sie bereithielt, dass sie zu dem werden sollten, was sie so sehr verabscheuten. Der Reaver summte in hungriger Erwartung. Janus hatte ihn eine vampirische Klinge genannt, ausgestattet mit der Macht, seinen Opfern den Lebenssaft auszusaugen. Ich war begierig zu sehen, was der Reaver mit diesen beiden anstellen mochte. Als Melchior und Zephon meiner Klinge zum Opfer fielen, empfand ich den Blutdurst des Reavers so leidenschaftlich wie damals, als ich selbst noch ein Vampir war. Ich spürte, dass sich die Grenze zwischen uns aufzulösen begann. Der Reaver wurde von meinem Zorn verzehrt und ich von seiner Blutgier berauscht. Die Klinge hatte einen belebenden Einfluss auf mich. Meine körperliche Energie schwand nicht mehr mit der Zeit und auch die Wunden, die meine Feinde mir zufügten, heilten nahezu augenblicklich. Der Reaver hatte mich unbesiegbar gemacht. Um das schwarze Herz des Monsters zurückzufordern, da musst du zuerst einmal an mir vorbei. Dann musst du zuerst einmal an uns vorbei. Meine früheren Brüder Duma und Rahab waren die nächsten Angreifer. Das alles schien äußerst elegant inszeniert zu sein. Vom Reaver angeregt berauschte ich mich an Offenbarungen. Endlich konnte ich die köstliche Ironie, die in Kains lästerlichem Witz versteckt war, genießen. Und ich genoss auch unsere gemeinsamen Verschwörungen durch die Jahrhunderte. Denn ich war derjenige, der diese beiden Bastarde ins Grab beförderte. Und Kain mit den Leichen versorgte, die er ein Jahrtausend später brauchte, um sie als seine Söhne großzuziehen. Verschwinde wieder in die Grube, aus der du gekrochen bist, Dämon! Und schließlich geriet ich an meinen Bruder Turel, der mich gemeinsam mit Duma in den Abgrund stoßen sollte, ohne Kains Befehl auch nur in Frage zu stellen. So pflichtbewusst und rechtschaffen, selbst als Vampir. Manche Gewohnheiten sind schwer auszurotten. Der Vampir Turel war meiner Rache ausgewichen. Dem Seraphan Turel sollte dies nicht gelingen. So, Vampir. Also bitte. Du hast meine Brüder vernichtet und jetzt bin ich an der Reihe. Du wirst schon noch merken. Keine leichte Beute. Ich will dich nicht töten, aber das werde ich, wenn ich muss. Gib mir das Herz zurück, dann beenden wir das alles. Du bist also hier, um diesen miesen Parasiten zu rächen und forderst sein stinkendes Erbe? Dann rede, Herr Saat, nicht wahr? Das bin ich offenbar. Nein, Vampir. Wir werden das hier beenden, aber du wirst diesen Raum nicht verlassen. Und jetzt lass uns Schluss machen. Ich werde es gnädigerweise kurz machen. So wie schon bei Janus. Nein, dieses Ungeheuer ist uns viel zu lange ausgewichen. Es wäre eine Schande gewesen, ihn zu schnell zu töten. Es ist schon eine Ironie. Der große Janus Ordern war überhaupt keine Herausforderung, dank deiner Hilfe.
Hast du seine jämmerlichen Schreie gehört, als ich ihm sein schwarzes Herz aus den Rippen gerissen habe? Das ist das Ende. Der Kreis meiner Geschichte ist geschlossen. Ihren Zwilling spürend verließ mich die spirituelle Klinge und wand sich zärtlich um ihr ehemaliges Ich. Ihr Griff löste sich und als sie mich verließ, entmutigte ihre Abwesenheit mich mehr als ihre Gegenwart es je tat. Eine böse Vorahnung von Leere und Verlust überkam mich. Und an der Grenze meines Bewusstseins breitete sich eine entsetzliche Erkenntnis aus. Nachdem alle anderen Gegner ausgesaugt waren, wandten sich die Schwerter gegen mich. Und ich erkannte, warum ich nichts gespürt hatte, als Janus mir das Schwert anbot. Der Reaver war nie als seelenraubende Waffe geschmiedet worden. Die seelenverschlingende Einheit, die in der Klinge saß, war und war immer ich selbst. Deshalb zerbrach die Klinge, als Kain versuchte, mich umzubringen. Der Reaver konnte nicht seine eigene Seele verschlingen. Dieses Paradox zerstörte die Klinge. Mein entsetzliches Schicksal war es also, diesen Höllenzyklus bis in alle Ewigkeit zu spielen. Das konnte ich nicht ertragen. Verzweiflung überwältigte mich. Du! Genießt du diesen Anblick, Kain? Bekämpfe es nicht, Raziel. Gib dich geschlagen. Hattest du mir dieses Schicksal zugedacht? Vertrau mir. Ich fühlte, wie ich schwächer und schwächer wurde. Unfähig, länger durchzuhalten. Der Reaver hatte einfach zu viel Kraft. Und dann ein stärker werdendes Schwindelgefühl und die vertraute Verschiebung. Der paradoxe Moment, als meine doppelte Seele sich innerhalb und außerhalb des Reavers befand. Auf diesen Moment, den Schimmer einer Zeitverzerrung, hatte Kain die ganze Zeit gehofft. Das war die Kante der Münze, das kurze Aufflackern einer Wahrscheinlichkeit, auf das Kain alles gesetzt hatte. Jetzt bist du frei, dein wahres Schicksal einzufordern, Raziel. Hinter Kains Augen konnte ich neue Erinnerungen blühen und sterben sehen, als die Geschichte versuchte, sich um diese Blockade herum neu zu arrangieren. Und ich sah das dämmernde Entsetzen auf seinem Gesicht, dass wir der Geschichte vielleicht zu viel zugemutet hatten. Dass der Versuch, mein Schicksal zu ändern, möglicherweise ein fatales Paradox eingeführt hatte. Mein Gott! Die Hülden! Wir sind in ihre Falle getappt! Raziel! Janus muss tot bleiben! Doch Kains Warnung ging unter, als ich ins Reich der Geister eintauchte, zu schwach, meine körperliche Form zu behalten. Und dort wartete wie immer der Reaver auf mich.
die spirituelle Klinge, meine eigene Seele, auf ewig an mich gebunden. Ich erkannte, dass ich meinem schrecklichen Schicksal niemals entkommen würde. Ich hatte es nur verschoben. Die Geschichte verabscheut, ein Paradox. Thank you.